Okay. Topic von Maiko. Head over heels for her. Hm. Okay. Vergiss nicht, worüber wir gerade gesprochen haben. Du musst Tsubasa helfen, wenn sie es braucht. Sie sollte jetzt im Uzumi-Unterrichtsstudio sein. Okay. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. An manchen Tagen ist dein Kopf einfach in den Wolken. Hey, Tsubasa. Ich weiß, der Unterricht sollte beendet sein. Ich habe schon eine ganze Zeit gewartet, weißt du? Wenn gerade nichts los ist, dann musst du dich zurück ins Büro beeilen. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Okay. Warum schickt sie das mir, wenn Tsubasa gemeint ist? An die falsche Person geschickt. Oder so. Wer weiß. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Naja, gehen wir auch mit hier rein. Hallo? Oh, hallo. Hi. Entschuldige, ich war gerade von deiner Niedlichkeit geblendet. Ich hab von Miss Maiko über dich gehört. Du bist Herr Itsuki Aoi, richtig? Ja, das bin ich. Und wer magst du sein? Ich bin Mamori Minamoto. Arbeitest du hier auch? Ja, das ist richtig. Das heißt also, dass du schon länger hier bist als ich. Sollte ich dich dann Miss Minamoto nennen? Oh nein! Mamori ist schon in Ordnung. Ich hoffe, wir können Freunde werden. Natürlich. Wenn es kein Problem wäre, könntest du mir mehr von dir erzählen? Du bist niedlich, ich möchte so viel wie möglich über dich wissen. Naja, ich bin in einer Show, die sich Mikrowelle benutzen mit Mamorin nennt. Hm? Hast du die schon mal gesehen, Itsuki? Entschuldige, ich gucke nicht wirklich Fernsehen. Oh, wirklich? Ja. Aber wenn du in der Show bist, dann werde ich es mir auf jeden Fall mal ansehen. Danke. Bitte sag mir, was du davon denkst, sobald du sie gesehen hast. Oh, und ich mag auch Balladen sehr. Okay. Ich bin eine aufsteigende Sängerin, oder? Na, eigentlich habe ich mein Debüt als Sängerin schon gemacht. Wow, das ist unglaublich. Nein, es ist wirklich nichts so Großartiges. Ich habe eine CD veröffentlicht, aber die hat sich nicht wirklich gut verkauft. Oh, aber das heißt nicht, dass ich aufgegeben hätte. Ich bemühe mich immer noch sehr mehr Jobangebote zu bekommen, die auch Singen beinhalten. Dann werde ich dich anfeuern. Vielen Dank. Ja. Okay, Mamori ist niedlich. Please take good care of me. Oh, das werde ich. Aber ja, sie ist verdammt niedlich. Okay, hey, ihr zwei. Oh, Itsuki.
Tsubasa macht sich gerade für ihren nächsten Job bereit. Möchtest du wissen, was das ist? Bist du nervös, Tsubasa? Ja. Ich werde für Nando modeln. Das war ein berühmtes Modemagazin, richtig? Tsubasa, das ist großartig. Viel war ein großer Hit. Ich krieg immer neue Angebote von großen Publishing-Unternehmen. Großen Publishern. Wie könnte ich die Chance nur vorüberziehen lassen? Wird schon alles in Ordnung sein, Tsubasa? Jeder fängt irgendwo an. Ja, ja. Geh einfach rein. Ein Neuling voller Selbstvertrauen. Und besitze es einfach. So, das war jetzt bewusst wörtlich übersetzt, ne? Weil ich der Meinung bin, das klingt sehr lustig. Besitze es. Own it. Das ist leichter gesagt als getan. Es wäre in Ordnung, wenn es nur singen wäre, aber ein Model sein? Keine Chance, dass ich das schaffe. Dass ich das kann. Du siehst eh in einem gut aus. Ich denke, du wirst in einem gut aussehen. Ich glaube also nicht, dass du wegen irgendwas, dass dir irgendwas peinlich sein müsste. Meinst du wirklich? Nun, das ist sehr nett, das von dir zu hören, Mitsuki. Ja, egal was du anhast, du siehst immer gut aus. Stopp! Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn du sowas sagst. Hä? Tsubasa, Itsuki steht komplett auf dem Schlauch. Du musst schon direkter sein, damit er versteht, was du meinst. Leider. Naja. Wie auch immer. Ich denke, du wirst in der Lage sein, das durchzuziehen. Miss Maiko hätte die Angebote auch nicht für dich angenommen, wenn sie nicht an dich glauben würde, richtig? Wenn sie nicht an dich glauben würde. Oh, ich schätze, du hast recht. Okay, ich gebe mein Bestes. Viel Glück. Danke, Itsuki. Du hast mir geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Nur so nebenbei, das ist nicht nur ein Shooting für Tsubasa, da werden auch viele andere, es sind auch viele andere Models auf dem Plan. Was den Fotografen angeht, er hat schon Ahnung von dem, was er tut. Wird also alles in Ordnung sein. Nun ja, viel Glück bei dem ersten Fotoshooting. Okay. Aber wer hätte gedacht, dass er das Fotoshooting machen würde? Ich schätze, es ist eine kleine Welt. Du kennst den Fotografen, Miss Maiko? Sie kennen den Fotografen, Miss Maiko? Horinosawa. Er ist ein ziemlich berühmter Fotograf in der Industrie. Sie nennen ihn einen Mann wahren Talentes.
kennt den perfekten Winkel und das Timing, um die wahre Schönheit seines des Motivs, so des Motivs hervorzubringen, so. Oder zumindest sagen sie das. Wenn du mich fragst, ist das alles nur dank des Models. Hm? Des Models. Das stimmt. Vor all dem... okay. Vor all dem war ich selber Model, weißt du? Was? Wirklich? Mhm. Ich habe mit Horinos aber ziemlich oft zusammengearbeitet damals. Aber ziemlich mittelmäßig. Hm. Ein bisschen überdurchschnitt. Natürlich könnte er sich seitdem verbessert haben. Er könnte als wirklich der Spitzenklasse-Fotograf sein, von dem sie sagen, dass er es jetzt ist. Spitzenklasse. Aber wenn er so ein guter Fotograf ist, warum haben sie dann so besorgt ausgesehen? Besorgt? Itsuki, mach dich nicht lächerlich. Es gibt nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Oh, ich hab's fast vergessen. Was los? Da gab es einen Artikel, der meine Aufmerksamkeit erregt hat. Was für ein Artikel denn? Offenbar sind einige Models in letzter Zeit verschwunden. Irgendwas daran scheint verdächtig. Hm, du könntest recht haben. Es besteht die Chance, dass Mirages daran beteiligt sind. Hm, ich werde ein paar meiner Verbindungen nutzen und mir die Sache ansehen. Vielen Dank. Hm. Nach dieser Info bin ich aber doch ein bisschen besorgt um Tsubasa. Könntest du zu ihm dahin gehen, wo das Fotoshooting stattfindet und ihren Bodyguard spielen? Okay. Sie wird im Diver TV Hauptgebäude sein. Das mit dem Daitama Observatorium. Ihr Shooting sollte im Studio in der Nähe sein. Verstehe. Ich zähle drauf, dass du auf Tsubasa aufpassen wirst. Ja, passt schon. Kriegen wir hin. Bestimmt. Na denn. Thomas, was willst du denn jetzt? Yo, Itsuki, hast du mal eine Sekunde? Nein. Was ist los? Ich hab Tsubasa vorhin gesehen. Sie sah sehr abgelenkt aus. Ich habe gesehen, wie sie in den Telefonmast gerannt ist. Und dann hat sie sich entschuldigt. Es ist schlimmer, als ich dachte. Ich habe gehört, Tsubasa wird als Model arbeiten. Irgendein Fotoshooting in Daitama. Ich mache mir irgendwie Sorgen um sie. Du musst ein Auge auf sie haben. Das ist der Plan. Miss Maiko hat mir schon gesagt, dass ich dorthin gehen soll. Hm. Wunderbar. Stellt sich ja, dass du Tsubasa hilfst, wenn sie es braucht. Verstanden. Yo. Okay.
Ab nach Daitama. Oh, warte eine Minute. Du warst im 106, was, oder nicht? Oh, Mr. Hatanaka? Ja, ich wusste es. Du bist der Junge, der mir aus der Zwickmühle geholfen hat. Und dein Name war... Itsuki Aoi. Ah, Itsuki. Erinnerst du dich, was genau im 106 passiert ist? Ich habe versucht und versucht, mich daran zu erinnern. Aber meine Erinnerungen sind alle so nebelig. Es fühlt sich an, als wäre ich, als hätte ich mich in irgendeinem merkwürdigen Ort verlaufen. Aber irgendwie fühlt es sich auch an, als wäre das alles nur ein Traum gewesen. Um die Wahrheit zu sagen, ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie wir uns getroffen haben. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, sind meine Gedanken irgendwie total verworren. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Oh, Itsuki, da bist du ja. Ja, aber es war ein bisschen früher vorbei. Also bin ich im Studio vorbeigeschaut, wo Tsubasa ihr Fotoshooting hat. Oh, Mr. Hatanaka. Wie immer in Ehre, Sir. Oh, also du warst auch in der 106, nicht wahr? Sorry, Mr. Hatanaka. Aber wir sind ein bisschen spät dran. Itsuki und ich müssen los. Sorry. Es war schön, Sie wiederzusehen, Mr. Hatanaka. Aha. Bis zum nächsten Mal dann. Es klang, als wäre Mr. Hatanaka wirklich wirklich interessiert an der Idolasphäre. Mist. Wirklich? Mist, wirklich? Ich hoffe, dass er seine Nase nicht zu weit da reinsteckt. Es wäre gefährlich, wenn er wieder mit Mirage verwickelt wird. Ja. Oh, richtig. Tsubasas Fotoshooting. Ich war schon im Studio, in dem sie war, aber... Scheint, als hätte es irgendwelche Probleme gegeben und das Shooting wurde gecancelt. Probleme? War es eine Mirage? Nee, sah nicht so aus. Die Models sind alle sicher wieder rausgekommen. Ich denke also, was das angeht, haben wir nochmal Glück gehabt. Aber ich habe diesen Fotografen gesehen, diesen Mr. Horinosawa. Er sah wegen irgendwas wirklich wütend aus. Ich hoffe, Tsubasa ist... Hey! Mensch, wenn man vom Teufel spricht... Guck's dir an, das ist Mr. Horinosawa da drüben. Wir sehen uns später da. Er ist also der Fotograf. Warte. Nimm mal einen Schritt zurück. Warum hast du eigentlich direkt an Mirages gedacht? Erinnerst du dich an den Artikel in dem Magazin? Im Supermarkt? Über die verschwundenen Models? Oh, ja, das Zeug. Wir wissen nicht sicher, ob da nicht eventuell Mirages dahinter stecken. Aber... Es...
Ich mache mir einfach Gedanken. Also habe ich mit Maiko drüber gesprochen und sie hat mich hergeschickt, um sicherzustellen, dass Tsubasa in Ordnung sein würde. Ich schätze, ich wurde hier nicht wirklich gebraucht. Hm. Naja, das wären meine Pläne für heute gewesen. Ich denke, ich laufe noch ein bisschen rum, bevor ich nach Hause gehe. Man sieht sich, Mann. Man sieht sich.